Oh, ich sehe, die Ränge werden immer voller. Hallo, mein Name ist Andreas Rietz, bin der Moderator für euch an den zwei Tagen. Heiße euch recht herzlich willkommen zum zweiten Show-Act von diesem Morgen. Andreas Rietz ist erfahrener Hotelier, hat schon einige Häuser als General Manager geleitet. Jetzt testet er Urlaubshotels. Er ist der Hoteldirektor undercover. Aber Reklamationen müssen über den Reiseleiter laufen, weil ich sonst keinen Anspruch habe. Mein Vertragspartner ist nicht das Hotel als Pauschalurlauber, sondern mein Reiseveranstalter. Wow, wow. Wenn man so ist eine Seite gerissen. Sieht mal, wie wild die beiden sind. Da platzen sogar die Seiten weg. Wahnsinn. He is one of the greatest, most greatest person in the whole world. Nobody will understand him, but he isn't. Please, please vote for him. Yes, you can. Leider müssen wir wieder eine kleine Künstlerpause einlegen, damit an den Ständen die Acts weitergehen. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr um 15.30 Uhr zu einer ganz besonderen Akrobatik-Show wieder da wärt. Three Dictionaries, drei Leute durchtrainiert bis in die letzte Haarwurzel. Und das war's? Seminar, eine Sache muss ich noch betonen. Als ich ihn angeschrieben habe, da habe ich gesagt, was ist denn bei dir so ganz besonders? Und da hat er zurückgeschrieben, ich bin ein Knaller. Guten Morgen und herzlich willkommen im Frühstücksfernsehen Aufgewacht Deutschland. Wir haben heute wieder folgende Themen für Sie vorbereitet, die Sie durch den Morgen sicher durchbringen werden. Ihr macht etwas zur Oper, eine Oper zum Pop. Ihr seid sowas von beschränkt, ihr seid Wahnsinn. Super, also wer wirklich ein Garant buchen möchte für eine stimmungsvolle Party, hör mal, die Coronas, der neue Exportschlager von unseren holländischen Nachbarn. Danke für die tolle Show, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, dass Sie das immer wieder schaffen. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin sehr gerne gekommen, um Ihnen zu sagen, ich verspreche Ihnen nichts und das halte ich auch. Wahnsinnig, euer Programm. Toll. Wie kommt man auf sowas? Trinkt man gerne? Ja, also wir haben quasi unsere beiden Haupthobbys zum Beruf gemacht, nämlich jonglieren, Sachen durch die Luft schmeißen und Cocktails trinken. Ja. Mit einem Medley, präsentiert von der Agentur für Arbeit, ZAV. Das heißt, das ist auch eine Künstlervermittlung. Und wer als junger Künstler da jetzt vielleicht gerade sitzt und denkt, ah, wie komme ich groß raus? Wenn man hier zuhört und träumt, wendet euch einfach mal an diese Herrschaften. Und ich freue mich, wenn ich euch alle wieder um 12 Uhr in Halle 8 zu den Live-Acts begrüßen darf. Vielen Dank, euer Andreas Rietz.